Freunde. Wir schauen mal, ja, ob dieses Haus mir vielleicht zusagt und ob ich nicht vielleicht umziehen sollte. Ich meine, 15 Millionen, meine Freunde, come on. Das sollte klar gehen. Oh yeah, copyright-freie Musik. Cat Jam, yeah. Alter. In this mansion tour, we take you along the British property's Golden Mile in West Vancouver to this spectacular modern home with unobstructed Damn, city, mountain, and Vancouver ocean view. Auch so schön, Digga. Vancouver, so eine schöne Stadt, Alter. Presented by Bayrock. Ich würde 10-mal eher nach Kanada ziehen als in die USA, real talk. Bayrock and Associates. This impressive house features 5 bedrooms, 8 bathrooms. Okay, 8 bathrooms. Over 9,000 square feet of living space on a 9,000 square feet. Na, ich weiß nie, was square feet in Quadratmeter sind. 9000 Square für den Quadratmeter sind 830 Quadratmeter. Da kann man leben. Da kann man auf jeden Fall leben. 19,000 Square Das ist auf jeden Fall mehr als in Ordnung, Alter. Imagine, man hat dann keinen AMG. Es ist kein AMG. As you enter through the private gate, this mansion welcomes you with a herringbone pattern stone driveway. Alter, geil, hier liegen noch Steine. Vom Style her erinnert es mich über an die Drake Mansion. Ich finde so fette Türen so geil. Boah, Digga. Boah. The entryway is a conveniently placed mudroom with a built-in closet. Mudroom einfach, Digga, lol. To the right. Ja, Gemüseteller wird schwierig heute. Ich sag's wie es ist, Leute. Rewe eben komplett überlaufen gewesen. Erzähl ich euch gleich. It is the powder room, featuring Lux Designer wallpaper and a Taximal, unique hammer designed sink. Alter. Okay. Further down the curved Für mich ein bisschen zu viel Holz. Ich hätte mehr Sichtbeton gefühlt. Along with a spacious home office. Entspannt, entspannt. Da sehe ich mich. Also ich finde ja Holztäfelung nicht so geil, muss ich sagen. This light-filled office features warm wood paneled walls. Ja, sieht halt aus wie eine Sauna. And a bright bathroom surrounded in marble. Warum da jetzt ein Badezimmer ist, weiß ich nicht. Leaving the office. No question, the centerpiece of this entrance is this custom spiral wood staircase. Junge, die Lampen sind ja mal überwild. Es hat so ein 70er-Jahre-Vibe da drinne, finde ich. Es ist so 70er-Jahre modern irgendwie, ganz, ganz krass. I mean, if you come closer, you actually have lights that are suspended from the ceiling all the way to the basement. Die Lampe ist so geil. Die Lampe ist richtig geil, Mann. Das ist Big Flex, Mann. Das sieht richtig geil aus, Alter. Das ist ein geiles Ding. I like that. It is pretty sweet. Another thing that's sweet is this open concept living space. Zwei Kamine, okay. Gaskamin. Da hat ein fetter Fernseher hin, ne? Alright, so now we're standing in the formal living room. Was mich immer bei so Dingern steht, das sieht hier auch zu sehr nach Art Gallery aus. Ich finde, das Wohnzimmer ist nicht gemütlich. Wisst ihr, was ich meine? Where you have this. Die Wände sind gigatrash, wirklich, Leute. Huge. Bookmatched fireplace. Ja, keine Ahnung, check Bro. Out the size of that. I do love the green detail on that. Yeah, there's nice grains in there. Speaking of grains, these marble slabs here are so big that it takes about 4 people to move them into place. Und genau das ist so ein Immobilientrick, so hab aber auch 4 Leute, Digga. Das ist nicht clean genug, ne? Unless you're Superman. Ja, and then to my left over there, you've got yourself the wine bar. Okay. Ja, warum nicht? Weinkühlschrank fühle ich übrigens sehr. Auch wenn ich fast nie trinke, finde ich einen Weinkühlschrank einfach Big Flex. Dining room. Das ist eine hässliche Slime-Farbe. And this formal dining room actually has access to the balcony. And it's also. Das geht mir schon wieder relativ gut rein, designtechnisch. Separated by another bookmatched fireplace. Now it's actually see-through. This one is see-through and it leads you to the kitchen. So let's go and check that out. Oh, die Küche ist geil. Beleuchteter Marmor. Komplettes Ding, finde ich richtig geil. Yo, also das ist eine wilde Küche, Digga. Die ist, die Lampen sind absolut beschissen, aber sonst wirklich geil. Oh, okay. Grillplatte und sowas da mit drin. Ja, das ist schon geil. Potfiller ist nicht da. Features 4 unique contemporary pendant lights above the island. Finde ich sau scheiße. All high-end Miele appliances. Kein Ice Maker. Das ist so ein Scheiß, diese Kaffeegeräte von Miele, die sind der größte Rotz, Digga, wirklich. Also da könnte ich mich immer drüber aufregen, Alter, ehrlich. Home is equipped with a Control 4 Smart Home Automation. Das ist wiederum geil. Smart Home, sehr, sehr wichtig, Alter. Cameras, surround sound, climate control, and Gemüseteller, erzähl ich euch gleich, this Leute. This is a kitchen to entertain. Check out the size of how big this island is. Ja, ist schon schön, aber die Lampen gehen gar nicht für mich. Komm, wir skippen mal ein bisschen weiter durch hier.
Okay, das ist wieder, das sieht wieder nach dem Wohnzimmer aus, aber hier wieder das hier, Alter. Joel, Jochen, Kirschkuchen, Monstertee, danke für die Subs. Das hier geht wiederum gar nicht mit dem Holz, finde ich. Now we're gonna show you what's behind the kitchen, which is a perfect spot to prep food. Ja, and what they call so dumm. A walk kitchen. So you've got it yourself. Naja, für so Angestellte in der Küche finde ich sau schwachsinnig. Platzverschwendung in meinen Augen. From the garage, you make your way down this hallway, where you've got another door that leads you back into the living space in the kitchen area, and then we've got all this storage. Ich finde den Typ überschmierig. Here, which leads you to the secret door. That doesn't really look like a secret door. Not from this side, but from this side, okay. It does. Now we're here back at the main entrance, where weird. You have elevator access to the second level. Ganz weird. The warm features of the home continue at the top of the stairs. Ich finde, es ist zu viel Holz. Ich finde, es ist zu viel Holz. So through the double doors, you've got this nice size Digga, Einbauschränke. Master bedroom. You got beautiful pendants hanging on each side of the bed. Für master bedroom ziemlich klein. The feature that I love the most about this bedroom, no question, is the view. Okay. So you've got beautiful downtown. Digga, das ist ein geiler View. Views of Vancouver. Vancouver sieht so schön aus als Stadt. Vancouver. Wie viele Einwohner hat Vancouver? Vancouver Einwohner. Bestimmt 3 Millionen. Was? 600.000 nur? Was für eine Muchstadt, Digga. Was für eine Scheißstadt. British Columbia? Achso, okay. Toronto hat ja fast schon 3 Millionen. Vancouver ist ja die übelste Müllstadt, Digga. Nee. Nee, Digga, da würde ich auf jeden Fall eher nach... Digga, da würde ich auf jeden Fall eher nach Toronto ziehen, ganz klar. Over in this corner, you've got yourself patio access. Das sieht schon schön aus, aber Digga, nicht in Vancouver. And then in this bathroom, gib mir Toronto. Gib mir Toronto, check Digga. Out all the marble. Toronto ist eine geile Stadt, Mann. Nicht nur wegen Drake. Ich mag Toronto sehr, sehr gerne. Okay, so ja, super clean here, you've got this. Zu clean, zu clean. Es ist trash clean irgendwie, es ist so... Ich kann es nicht genau deuten, es ist so trashy irgendwie. Es hat so ein bisschen, es ist teuer, aber still trashy. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ungefähr so wie ein Philipp Plein, wie eine Philipp Plein Jacke. Versteht ihr? Huge soaker tub. Das ist so scheiße, Digga. Das ist Inbegriff von Trash hier, sowas. Das ist wirklich der Inbegriff von Trash. Looks like it's got jets in there as well. Then you got the his and her seat. And this is your walk-in closet. It's all ich hab das Gefühl, dass dieser Mann ultra klein ist. Okay, gehen wir mal hier rein. From here. Sowas fühle ich ja tatsächlich, ne? Sowas finde ich echt geil. Sowas haben reiche Leute. Nice countertop, a sink, and even two windows above. From here and past the elevator, let's go and check out the second master suite. Ah, okay. Das ist ein Master Bedroom, yo. Okay. Ah, fuck with that bed. Wallpaper. Damit ficke ich sehr. Kissen, Versace, nicht so meins. Nachttisch, absolut schrecklich. Bilderrahmen, absolut schrecklich. Aber der View, ja, das schmeckt doch. Damit fick ich. Die Nachttische sind absolut schrecklich, wirklich. So through double doors again. Geiler Fernseher. Zeig mal das Badezimmer hier in dem. But I think the best views. Yes. The unit above got the walk-in closet. Actually, I think this one's bigger than the first one. Ja, ist schon schön. This definitely is. It is. Das hat wieder Klasse, weil da ist wieder ein bisschen Kontrast drin. Hier, seht ihr? Das finde ich jetzt wieder gar nicht so schlecht. Das finde ich jetzt gar tons nicht so schlecht. You've got the his and her sinks das finde right ich wieder here. Besser, oder? Was sagt a ihr, Chat? Massive soaker tub with views again. A little makeup station. Ja. You've got the toilet shower. Right around the corner here. Ist besser, oder? I mean, it's pretty nice toilet. Perry, Noel, but, did you check die Buchstabensuppe. Dankeschön, Bro. Kuss. So like vielen, what vielen, you could do Dank. Is you could enter through this door. Ist besser, oder? Ja. It's like a car wash. That's right. You could wash off. Okay. Gut, ich will mal nice and wide. Ich will mal Keller sehen. Keller finde ich immer sehr wichtig bei so Häusern. Aber 16 Millionen wäre es mir niemals wert. Das sieht alles so billig aus. Das sind alles Plastikpflanzen, Mann. Scheiße, Alter. Wir hatten das gestaged, das Haus. Oh, Digga, boah. Hey, guck mal. Also, Bro, das ist doch wirklich pure Geschmacksverkalkung, oder? Das sieht doch einfach scheiße aus, oder? Also, Digga. Oh, so ein geiles Haus und dann so wenig rausgeholt. Scheiße, Alter. Now this is a place to entertain. Also Interieur ist gar nicht meins. Die Couch absoluter Müll.
super, super günstige Möbel, so wie es aussieht. Ich check's nicht. Das hätte man so viel schöner machen können. Das hätte man so... Auch mit, Digga, Stein in einem Keller, Alter. Bro, mach das in eine Wellness-Area, aber doch nicht in so einen Keller rein, Digga. Alright, so past the beautiful stairs here in the basement. Boah, da krieg ich ja jetzt schon so viel. Das Kino sieht ja so schrecklich aus. Boah, fuck, ich dachte, es wäre ein richtig geiles Haus. Movie Theater. Hä? Cleane Decke, saugeil. Warum muss man bei den Wänden hier sowas machen? Klar, das ist natürlich hier Schallschutz und so weiter und so fort. Aber... Nicht meins, Alter. Nicht meins. Nicht meins, Bro. Nicht meins. Now it's got this sound dampening. Deutsche Bernsteinzimmer. Drei Sitze auch nur. Wall that's white. Now usually you see dark in these rooms, but I actually like the white look. Nee, das muss dunkel sein. Das ist ein Kino. And then of course beautiful look. Interieur. Guck mal, da ist nicht mal gesaugt, der Boden. Hier dieser Text. Carpet. And das ist ein Kinoteppich. Ach, I mean, Leute. Plenty of room for all your family. Then ja, outside of the theater. Wenn meine Familie aus drei Leuten besteht, maybe. So these are. Fühle ich wieder sehr. Da fühle ich wieder sehr. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das sieht wieder sehr schön aus. Beleuchteter Marmor von hinten indirekt beleuchtet. Finde ich wieder gut. Das finde ich wieder geil. Das finde ich wieder geil. Das fühle ich. Ja, ja, ja. Das finde ich wieder gut. Aha. Man kann jetzt dazu nicht sagen Trash House, aber dieser Corner hier, also das ist wirklich top-notch eklig. So this bar has nice bar scene around. Das Holz hier ist auch nicht meins, muss ich sagen. It does have a fridge, pretty much anything muss you need mögen, to pour some drinks. So adjacent to the bar, you got your space here, which okay. Is perfect to watch the game with your friends. Könnte ich schon wieder kotzen? Hier muss ich wieder sagen. Sauna, saugeil. The perfect spot for some towels. And in this corner, a bathroom. That's right. Wir haben gerade noch mal so einen kleinen bathroom. Fitnessraum gesehen. So now this one's sau schwachsinnig, da steht einfach nur ein Laufband drin. Braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht ein Laufband. A cozy noch seating area. Hä? Walk-in closet and a full ensuite bathroom. Ist nicht meins, ist nicht meins. Es ist auch noch nicht ganz fertig, hier hängen noch so Kabel runter und so, das ist alles so. So as you exit the basement, you've got this nice cozy sitting area to my left. Es hat einen krassen 70er Jahre Vibe. And then entertain nice. On your very own putting green. Giga Trash, oder? So ein kleiner Golfkurs, warum? Nicht meins. Sorry. Findet, also das Haus von außen ist okay. Sieht sehr schön aus, aber das hier ist doch... Findet ihr das geil? Das hier mit dem Golfding? Das zockt doch keiner. Ja, eben. Wenn, dann golfen richtig. True. Oder? Ganz seltsam. Was soll das denn mit dem Rot hier gerade? Also... Das ist so ein unnötiger Scheiß, Digga. Das ist so unnötig, Mann. Boah. Guck mal, das ist nicht mal ordentlich hier gemacht, Digga. Das ist alles so... Das ist nicht Erstbezug, das Haus. Das sieht man. Von der Architektur her wirklich echt ansprechend, muss ich sagen. Grauenhaft umgesetzt. Large pool has this huge sun shelf. It's about one third of the pool. It's a perfect spot to... is where you'd play a game of chess. So I think you guys gotta go, and we gotta so play. I think you guys are out of here, because we've gotta play a game of chess. What's your first? Ja, Leute, keine Ahnung. Bewertungen sehen dazu sehr gut aus. Ist nicht meins, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so gut. Aber gut, vielleicht kann man sich das hier irgendwann mal reingönnen. So.